Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns an, wie ihr in der Release-Woche am schnellsten Level 70 erreicht. Falls ihr uns kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Sobald sich das dunkle Portal ein weiteres Mal öffnet, kommt auch schon das erste Problem. Der gesamte Server wird auf ein einzelnes kleines Gebiet gequetscht. Die Massen stürmen durch und jeder derselben Fraktion verfolgt dieselben Questziele. Bedeutet im Umkehrschluss langes Warten auf den Respawn und dann Instant-Taggen, um den Mob auch zu erwischen. Um das Ganze zu vermeiden, gibt es nur eine wirkliche Lösung, Dungeon-Farming. Ein paar Dinge gibt es zu beachten. Entscheidet euch anfangs, ob ihr bei den Dungeon-Quests auf XP oder Rufwert legt. Während des Levelns bringen diese natürlich einen enormen XP-Boost. Seid euch aber bewusst, dass sobald ihr keinen Ruf mehr in den Instanzen bekommt, euch diese Quests auch enorm weiterhelfen können. Im Normalfall sollte das aber kein großes Problem darstellen. Lasst euch mindestens 12 Minuten Zeit, um nicht in den 5 Instanzen pro Stunde Lockout zu kommen. Das sollte jetzt nicht unbedingt der Fall sein, aber die Möglichkeit besteht. Wie Blizzard die 30 Instanzen pro Tag Regel ändert, ist aktuell noch nicht bekannt. Schaut zudem, dass ihr erst aufbrecht, wenn ihr mindestens wohlwollend seid. Ab wohlwollend bekommt ihr nur in manchen Dungeons Ruf, zum Beispiel der Dampfkammer oder den zerschmetterten Hallen, und müsst diese farmen oder den Ruf durch Questen erfarmen, um den heroischen Key bei allen Fraktionen ab respektvoll kaufen zu können. Solltet ihr rein auf Geschwindigkeit Wert legen, könnt ihr den Ruf erst einmal hinten anstellen. Zu empfehlen ist es aber auf jeden Fall. Cleart den kompletten Dungeon, auch wenn es naheliegend ist, je mehr Mobs und somit XP pro Stunde, umso besser. Hitgear einpacken. Durchs Raiden seid ihr vermutlich bereits an eurem Hitcap, aber sobald die Mobs Level 65 und aufwärts sind, werdet ihr wieder verfehlen. Mehr Hit bedeutet schneller durch die Instanz und somit mehr XP pro Stunde. Einer der größten Vorteile vom Dungeon Leveln in TBC ist, dass ihr pro Run zwischen 500 und sogar 2000 Ruf bei der jeweiligen Fraktion bekommt. Außerdem gibt es echt gute Items auf den jeweiligen Rufstufen. Besonders die Kopfverzauberung sind es wert, die jeweiligen Fraktionen auf respektvoll zu bekommen. Im Hintergrund seht ihr auch schon die Caster-Variante mit 22 Zauberschaden und 14 Hit von der Fraktion die Shatar. Die Melee-Variante mit 34 Angriffskraft und 16 Hit von der Expedition des Szenarios sowie die Heiler-Variante mit 16 Int sowie 18 Wille von Thralma bzw. der Ehrenfeste. Wir verlinken euch die Dungeon-Fraktionen unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann in Ruhe alle weiteren Belohnungen der jeweiligen Rufstufen ansehen. Legen wir jetzt aber einfach mal los. Wie in unserem Vorbereitungsvideo erwähnt, gebt ihr eure vorher gesammelten 20 Quests ab für den ersten XP-Schub, schnappt euch 4 weitere Mates und schon kann die Reise losgehen. Nachdem ihr das dunkle Portal betreten habt, nehmt noch die erste Quest an, welche euch nach Thralma oder zur Ehrenfeste schickt, begebt euch direkt dorthin und setzt euren Ruhestein dort. Anschließend geht es direkt zur Höllenfeuer-Zitadelle. Hier geht es, anders als man vielleicht denken möchte, nicht ins Bollwerk, sondern direkt in den Blutkessel. Das Bollwerk ist für Level 58-59 konzipiert und die XP pro Stunde im Blutkessel auf Level 60 sind einfach besser. Im Blutkessel trefft ihr auf 3 Bosse zwischen Level 62 und 63, welche vor allem mit Raidgear relativ einfach zu bekämpfen sind, und Trash mit Level 61 bis 62. Neben XP bringt euch das pro Run noch zwischen 600 und 800 Rufpunkte bei Thralma oder der Ehrenfeste ein. Das zieht ihr nun bis Level 61 durch und dann geht's weiter in die Zangermarschen. Bevor es nun weitergeht, holt ihr euch die Flugpunkte neben der Zuflucht des Szenarios, dem Sumpfrattenposten oder Telredor. Zunal könnt ihr euch noch die Flugpunkte in Sabrajin oder der oberen Zuflucht in der Nähe von Sporriger holen. Jetzt heißt es kurz ab nach Shadrat, Flugpunkt holen, sich für Aldor oder Seer entscheiden und euren Ruhestein dort setzen. Wer sich nun fragt, welche Fraktion ist die bessere? Das ist von Klasse und Spec abhängig. Mit Ausnahmen könnte man es so zusammenfassen: Melees und Heiler zu den Aldor, Caster zu den Seer. Wir gehen aber in einem späteren Video noch genauer drauf ein. Der Ruhestein ist gesetzt und nun heißt es ab mit euch in den Echsenkessel. Hier stehen euch nun 2 Wege offen. Entweder direkt in den Tiefensumpf oder noch bis 62 in die Sklavenunterkünfte. Mit Level 61 könnten euch die Level 65er Mobs noch etwas zu schaffen machen. Sollte das kein Problem für eure Gruppe darstellen, farmt ihr hier bis Level 63. Wenn ihr euch für ein Level Sklavenunterkünfte entscheidet, erwarten euch Trash-Gegner mit Level 62 bis 64 und Bosse mit Level 64. Solltet ihr alles clearen, gibt's nebenbei noch um die 900 Ruf bei der Expedition des Szenarios. Im Tiefensumpf ist der Trash ebenfalls 62 bis 64, die Bosse aber wie gesagt Level 65. Auch hier um die 1000 Ruf pro Run.
Mit Level 63 geht es in den repetitivsten Teil des Levels. Holt euch vorab den Flugpunkt Analerias Feste oder der Steinbrecher Feste und geht dann in die Mana-Gruft. Hier werdet ihr nun die nächsten drei Level bis Level 66 verbringen. Die Mana-Gruft befindet sich im Ochinduon und hier erwarten euch Mobs mit Level 64 bis 66 und Bosse mit Level 66. Um die 1000 Rufpunkte gibt es auch hier oben drauf und zwar für das Konsortium. Sobald ihr Level 66 erreicht habt, geht's ab in die Sethek-Hallen. Der Trash ist Level 67 bis 69 und die beiden Bosse Level 69. Neben den ebenfalls um die 1000 Ruf gibt es hier nach dem letzten Boss in einer Truhe den Schlüssel für das Schattenlabyrinth. Sobald ihr Level 68 erreicht habt, ist der Großteil geschafft und die Vorbereitungen für Karazhan können beginnen. Begebt euch nun zum Gebirgspass der Totenwinde nach Karazhan. Erledigt die beiden Quests, Arkane Störung und rastlose Aktivitäten, nehmt den nächsten Dalaran-Kontaktperson an, macht darauf einen Abstecher nach Dalaran, sodass ihr nun die Quest Khadga habt. Bevor es zurück in die Scherbenwelt geht, heißt es einmal durch die Höhlen der Zeit, Vorgebirge des alten Hügellandes. Da ihr den Zugang zu den Höhlen der Zeit der Schwarze Morast für die Karazhan-Pre benötigt, müsst ihr gezwungenermaßen einmal durch HDZ1. Hier könnt ihr nun ohne Bedenken direkt die Quest abschließen, da ihr bis auf eventuelle Heroics nicht mehr in HDZ1 müsst. Sofern ihr nicht bereits Level 69 erreicht habt, heißt es noch einmal zurück in die Sethek-Hallen. Andernfalls könnt ihr direkt die Karazhan-Pre-Quest weiterverfolgen, sprecht also erneut mit Khadga in Shadrat und nehmt die Quest für das erste Schlüsselfragment an. Hierzu müsst ihr in das Schattenlabyrinth. Es erwarten euch Trash-Mobs der Stufe 69 bis 71 und Bosse mit Level 72. Circa 2000 Ruf vom unteren Viertel gibt es obendrauf. Das erste Fragment findet ihr hinter Murmur. Klickt auf die Urne und besiegt den Geist. Im Anschluss kann jedes Gruppenmitglied mit der Quest das Item looten. Zurück zu Khadga bekommt ihr die Quest für das zweite und dritte Fragment. Das zweite Fragment befindet sich im Echsenkessel in der Dampfkammer. Diese enthält Trash mit Level 70 und drei Bosse mit Level 72. Nach dem ersten Boss Hydromantin Thespia springt rechts ins Wasser und klickt auch hier auf die Urne und besiegt den Geist, lootet das zweite Fragment und cleart die restliche Instanz. Das war nun vorerst der letzte Schritt, welchen wir während dem Leveln für die Karapre erledigen können. Für alles andere benötigen wir das Flugmount. Für die restlichen XP auf Level 70 stehen euch nun verschiedene Möglichkeiten offen. Wir empfehlen euch hier direkt in der Dampfkammer zu bleiben, um nochmal Reisezeit zu sparen. Sollte euch allerdings noch etwas Ruf bei gewissen Fraktionen auf Wohlwollend fehlen, empfiehlt es sich hier natürlich auch die entsprechenden Instanz zu wechseln. Was ihr direkt auf Level 70 alles machen solltet, wie es mit der Karazhan-Pre weitergeht und was euch sonst noch so erwartet, zeigen wir euch in weiteren Videos. In diesem Sinne, lasst uns doch super gerne ein Abo da und natürlich immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.